Wir sind Christian und Susanne und wir haben uns vor einigen Monaten ein 150 Jahre altes, zugegebenermaßen ziemlich heruntergekommenes, aber romantisches Bauernhaus in Dänemark gekauft. Nach den ersten Putz- und Aufräumarbeiten konnten wir uns gemütlich einrichten und mit den Sanierungsarbeiten anfangen, die wir zu zweit und komplett auf eigene Faust übernehmen. Obwohl wir es uns am Anfang selbst nicht so richtig zugetraut hatten, konnten wir inzwischen schon ganz gute Resultate erreichen und ja, es gibt Leute, die behaupten anderes, aber in Dänemark scheint sogar auch manchmal die Sonne. In diesem Sinne, viel Spaß beim heutigen Video und los geht's! So, bei uns geht es weiter mit der Renovierung und zwar heute sind die oberen Zimmer dran, nachdem wir ja schon das Bad gemacht haben. Und zwar werden wir hier das schöne Nut- und Federholz rausholen, was so hinter der runden Wendeltreppe sich befindet. Und das hier werden wir rausmachen und dann wird es hier einen Durchgang geben. Die Türe werden wir auch rausmachen und dann ist das ein großes Zimmer, das wird das Kinderzimmer. Also das hier ist der zweite Teil vom Kinderzimmer. Und das kommt raus. Und dann ist das mit dem Treppenaufgang dann ein ganz großes Zimmer. Die Teppiche kommen auch raus, die sind all. Und dann kommt hier noch der Teppich raus aus dem Schlafzimmer. Und dann gucken wir mal, ob wir den Boden hier ein bisschen begradigen können. Das Haus hat schon übelst viel gearbeitet hier. Das ist nicht ganz gerade. Ja, und dann gucken wir mal, was wir an den Boden dann wieder reinmachen. Mal sehen, seid gespannt. Jetzt geht's erstmal hier los. Wir haben uns bei der Nutzung der Räume später noch einmal umentschieden. Das Zimmer, das ihr hier seht, ist also unser künftiges Schlafzimmer und der Nachbarraum das Kinderzimmer. Lasst euch also im Verlauf des Videos nicht verwirren, damals hatten wir das noch nicht endgültig entschieden. Die runde Profilholzwand hat zwar eine räumliche Abgrenzung geschaffen, aber auch eine dunkle und eigentlich relativ unbrauchbare Ecke in dem Zimmer dahinter. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Wand zu entfernen, um eine helle, große, offene Galerie zu erschaffen. Das alte Holz haben wir einfach aus dem Fenster in den Garten geworfen und ja, so sind wir eigentlich bei sämtlichen Abrissarbeiten in der oberen Etage vorgegangen, weswegen inzwischen der gesamte Garten voller stinkiger alter Baureste liegt, die wir bald auch mit einem Container entsorgen wollen. Schließlich steht ja der Sommer schon fast vor der Tür und da wollen wir natürlich gerne auch einige Gemüsebeete anlegen und der ganze Bauschutt muss weg. Ja, und bei dieser Aktion haben wir fast unsere Terrassentür eingeworfen, aber zum Glück nur fast. Weiter ging es dann mit der Deckenverkleidung, unter der zu unserem Leidwesen eine zweite Deckenverkleidung zum Vorschein kam. Aber die ersten Wochen waren eigentlich immer voller, meistens nicht so tolle Überraschungen. Deswegen ja, waren wir fast schon so ein bisschen dran gewöhnt. Moin Leute! Bei uns ist heute zur Abwechslung mal richtig gutes Wetter. Das nutze ich und mache folgende unangenehme Arbeit. Und zwar haben wir dieses ganze Holz aus der oberen Etage, da war so eine saunaartige Holzverkleidung an Wand und Decke. Und da sind überall so kleine Nägel drin, die hole ich jetzt raus. Und die fertigen Bretter, die stapel ich da hin. Da kann man ja nochmal irgendwas draus bauen. Also das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen recyceln. Und jetzt habe ich diese ehrenvolle Aufgabe, das möglichst im Trockenen zu schaffen. Und aufzustapeln. Drückt mir mal die Daumen. Insgesamt versuchen wir so viel wie möglich wiederzuverwenden oder zu erhalten.
Und bei dem Holz aus dieser Zwischenwand und der Decke oben war das eigentlich kein Problem. Das weiße Profilholz von der Decke im Erdgeschoss war da eher problematisch, denn das war von oben flächendeckend mit Mäusefäkalien bedeckt und hat natürlich entsprechend gerochen. Deswegen können wir das auch nur für irgendein Projekt draußen noch verwenden. Ich habe dazu auch schon eine Idee, aber dazu mehr in einem künftigen Video. Hier in den dickeren Balken waren echt richtig große Nägel drin, die habe ich leider nicht rausbekommen, da musste der Chris ran, aber der hat das natürlich ohne Probleme geschafft. Willkommen aus unserem Wohnzimmer. Es hat sich sehr verändert. Es ist nicht gerade gemütlicher geworden. Hier wurde eine kleine Arbeitsplatte aufgebaut. Da kommt dann die Kreissäge hin, denke ich mal. Hier haben wir eine kleine Bohle gekauft in Dänemark. Die war überraschend günstig. Und hier haben wir jetzt eine große Plane zum Rest der Zimmer aufgebaut, sodass hier ordentlich Schmutz entstehen kann. Und ich werde jetzt gleich auf unseren Dachboden gehen und gucken, wie es da oben aussieht, ob das Dach dicht ist und vor allen Dingen, wie der Kamin aussieht. Da haben wir nämlich einen kleinen Schaden, muss man sagen. Und wir dachten erst, dass das ein Nässe-Schaden ist, weil wir uns auch damit nicht so gut auskennen. Aber wahrscheinlich, das ist ein sehr alter Kamin, ist das die sogenannte Versottung. Und da wollen wir mal drüber gucken, was dann wie der da drüber aussieht, ob das auch so braun durchdrückt oder ob das irgendwie besser oder schlechter aussieht. Mal sehen. Ja, mal gucken, wie wir das beheben. Wer sich damit auskennt, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben, was man da jetzt genau machen muss. Aber ansonsten schauen wir mal, wie das erstmal drüber aussieht und ob unser Dach dicht ist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Hier war auch etwas Sturm in letzter Zeit, hier im über Dezember, Januar. Und ich guck mal, ob da alles dicht ist oder ob man nach draußen schauen kann. Und wenn das okay ist, dann würden wir anfangen mit den Gipskartonplatten, denke ich mal. Genau. So, los geht's. Am nächsten Tag haben wir Besuch erwartet, denn wir haben für eine Woche lang Hilfe bekommen. Und da gab es noch einiges vorzubereiten. Wir waren super aufgeregt, denn bis zu diesem Zeitpunkt war noch nicht so viel im Haus passiert. Und wir waren total gespannt, wie gut oder schlecht der Zustand des Hauses hinter der Verkleidung sein würde. Ob wir Schimmel oder ähnliches finden würden. Und ja, dafür haben wir erstmal die Reste eines alten Einbauschranks nach draußen getragen, der bis dahin nebenan gestanden hatte. So, ich bin jetzt komplett eingekleidet und jetzt geht's da hoch. So, Christian, was machst du jetzt? Ich gehe jetzt hoch. In die Unterwelt? Jawohl, auf den Dachboden. Ich guck mal an. Oh, lass mich erst runter. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder runterkomme. Ja, ruhig bleiben. Oh. Oha. Oha. Alter, was ist denn das? Jo. Ach, das sieht doch gut aus. Ach du Scheiße. Nein, was ist denn da? Das ist halt Dreck. Was ist das Weiße da für ein Rohr? Ja, das weiß ich auch nicht. Soll ich dir mal einen Besen? Ja, aber weißt du, was hier drauf ist noch? Na, soll ich einen Besen holen, dass du das mal abkehren kannst? Warte, ich hol mal. So, jetzt gibt's mal einen Blick nach oben. Oh, es ist zu dunkel. Ein Licht anmachen. Ein Licht nach. Ein Blick nach oben. So hier sieht's aus im Dachboden. Und jetzt. Gucke ich gleich mal nach oben. Boah, so sieht die Klappe hier aus. Oh, ich muss hier erstmal reinsaugen und dann gehe ich hoch. Oh, widerlich. Ich geh jetzt hoch. Ach, ja, ich habe erst mal ein bisschen was weggesaugt. Warte, ich will dich noch mal da rein. Oh, ich habe jetzt, Alter. Warte. Okay.
Okay. Boah, hier ist eine alte Antenne. Hier liegt eine alte Antenne oben. Na ja, klar, kannst du auch dein Zeug hier oben lagern. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Boah, ich weiß gar nicht. Das ist ja wieder eine Riesenscheiße, also wirklich. So, der Dachboden ist wieder zu. Ich habe ein Loch im Reet gestopft und ein bisschen sauber gemacht. Und dann gucken wir mal, wie wir das mit dem Kamin regeln. Der sah oben jetzt nicht so schön aus. Mal sehen. Wir hatten, wie gesagt, Hilfe für eine Woche. Ja, und diese Tage haben wir genutzt und radikal wirklich alles rausgerissen. Nachdem wir ein bisschen was von der Tapete entfernt hatten, haben wir gesehen, wie die Wandverkleidung vorher gelöst war. Und zwar hatte irgendjemand dort mal die Wände und die Decke mit so Spanplatten verkleidet. Die ließen sich mit leichtem Druck einfach durchbiegen und haben auch echt nicht mehr gut gerochen. Offenbar wurde auch mal kräftig geraucht in dem Haus. Und deswegen haben wir Stück für Stück alles rausgerissen und eine neue Unterkonstruktion für den geplanten Trockenbau gebaut. Weder Chris noch ich haben zuvor jemals irgendetwas mit Trockenbau zu tun gehabt und wurden deswegen nach und nach angelernt. Und so sind wir dann ja von Wand zu Wand vorgegangen. Wir haben zwar versucht, so gut wie möglich alles vorzubereiten, aber wie es bei solchen Projekten natürlich immer ist, es hat trotzdem Material gefehlt und deswegen musste ich nochmal los zum Baumarkt. In der Zeit haben die Jungs aber weitergebaut. Good morning, ihr Lieben aus Karlshausen. Die Jungs machen oben weiter Abriss. Ihr habt es ja gesehen, es wird immer schlimmer, das Chaos, aber ich freue mich, dass wir jetzt wissen, was hinter den ganzen Platten, das sind alles so MDF-Pressplatten, also nichts Vernünftiges, konnte man alles so mit der Hand dran rumwabbeln. Dass wir jetzt wissen, was dahinter ist. Ich warte gerade noch, dass die Scheiben frei sind, denn es hat übelst gefroren diese Nacht. Wir brauchen natürlich ein paar Sachen. Wir haben versucht, alles vorher zu besorgen, aber irgendwas fehlt immer. Deswegen düse ich jetzt los und besorge noch Material und die Jungs machen weiter Abriss. Ich hatte ja zu Beginn gedacht, dass wir mit dem Zimmer an 2 Tagen fertig werden. Aber ihr kennt ja die alte Faustregel bei Geld und Zeit am Bau. Verdopple einfach dein geplantes Kontingent und du kommst so langsam in die Nähe der Realität. Guten Morgen am Tag 2 von unserer Hauruck-Aktion. Die meisten schlafen noch. Ich bin gerade dabei, bereite hier alles vor, heiz schon mal, dass nachher nicht so kalt ist. Heute geht's weiter, aber erstmal machen wir Frühstück. So, es ist hell geworden. Frühstück ist geschafft, wir legen los. Mal schauen, was wir heute schaffen. So, ich habe einen provisorischen Arbeitstisch gebaut. Da legen wir gleich die Gipskartonplatten drauf. Die Anregung kam von oben und ich finde sie super. Können wir gleich loslegen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ja. In unserem Fall von unserem Schleichwerbung vom Mittagsradler. Das Mittagsradler, naja. Vielleicht kann man die Frequenz jetzt ein bisschen erhöhen. Jetzt kann es nur besser werden. Vom Radler meine ich. Ach so. Vom Radler trinken. Nein, wir bedienen Seen und so weiter. Ach so, ja. Ist nur, dass die Motivation oben bleibt. Das war's schon. Ja. Und es ist nicht eingebrochen. So, es ist jetzt inzwischen Mittag geworden, ihr habt es ja gerade gesehen. Und wir frieren immer noch an der einen Ecke rum. Seit heute Morgen. Das geht mir zu langsam, Jungs. Na,
Nein, ich hätte es natürlich, ich habe irgendwie das unterschätzt. Das dauert alles viel länger hier, das Fummelei, die Fummelei. Aber danach ist es wenigstens schick. So, Susanne sägt. Irgendwas gibt beschissen. Okay, ich mach's von oben. Das ist gut. Was wolltest du uns mit den Zwinkern sagen? Vielleicht weiß, wie es geht. Ach so. Woher weißt du das so genau? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß eigentlich gar nicht. Wo ist deine Atemschutzmaske eigentlich? Die liegt unten. Ich muss auslüften. Wenn hier dir was reinfällt, ist vorbei, weg. Dann war's das. Dann legst du vorher einfach aus der Hand oder wozu hast du das in der Hand? Ich hab das immer so neu. So, die ersten Gipskartonplatten sind an der Wand. Nach wie vielen Tagen jetzt? Zwei. Nach zwei Tagen, okay. Was machst du? Ich mache eine neue Klinge hier rein. Und dann, was machst du dann? Dann schneide ich, ich bin hier Handlanger, die Handlangerin hier. Ja. Dann schneide ich Platten zu. Wie geht das? Ja. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Mir wurde das bloß gesagt. Na, dann weißt du es. Ich soll es weiter sagen, oder was? Ja. Also, es ist jetzt ein Stück von 30 cm nötig. Wir sind also 30. Nehmen dann den großen Winkel hier. Legen den winklig an. Nehmen dann unsere frische Cuttermesser hier. Schneiden einmal hier an der Platte. Ziehen wir uns ein Stück Rand. Machen eine Phase. Es gibt auch Spezialwerkzeug dafür. Wir machen es mit Cuttermesser. Brechen wir das Stück ab und schneiden hinten das Papier noch durch. Tada! Ja, sehr gut. Aus, wie wenn ich Profi wäre. Bin ich aber nicht. Du kannst dich nicht kleiner machen, als du bist. Mach ich nicht, aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Warte. Das ist nicht schlimm. Am schwierigsten war es eigentlich, die einzelnen Plattenstückchen auf das korrekte Maß zuzuschneiden, denn in so einem alten Haus ist wirklich gar nichts gerade. Zudem wurde zuletzt in einer Zeit renoviert, als man noch dicke Nägel verwendet hat, also auch nichts, was sich ohne weiteres abbauen und wieder aufbauen lässt. Deswegen haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Wir sind immer sehr bemüht, gute und immer bessere Videos zu produzieren. Und wenn dir dieses Video bis hierhin gut gefallen hat, dann würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn du den Like-Button drückst oder uns einen Kommentar hinterlässt.
Und ganz besonders wissen wir zu schätzen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und damit du kein neues Video mehr verpasst und wir uns nächstes Mal auch wiedersehen können, drück am besten kurz mal auf Pause und abonniere gleich unseren Kanal. Guten Morgen, die Renovierung geht weiter. Jetzt sind schon mal die Teppiche rausgekommen. Die liegen da. Es hat sehr schön geschneit gestern. Ja, sieht richtig gemütlich aus. So, jetzt haben wir noch von den kleinen Gipskartonplatten liegen jetzt hier noch zwei. Die bringe ich mal eben noch hoch. Dann haben wir schon alle verbaut. Ich glaube, es waren insgesamt so 20 Stück oder sowas. Und dann sind noch die großen da. Ne? Die sollten auch noch eine Weile halten. Nur die großen kriegen wir eben nicht diese Wendeltreppe hoch. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Entweder schneiden wir die kleiner oder mal sehen. Vielleicht reichen die kleinen auch. Wir gucken mal. So, jetzt bringe ich die. Na, guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Heidi. Jetzt bringe ich die zwei noch hoch und dann schauen wir weiter. Bei unserer Powerwoche war inzwischen Halbzeit. Wir haben uns entschieden, zunächst unten weiterzumachen, was ganz praktische Gründe hatte. Es lagen nämlich in der Garage 25 große Rigipsplatten bereit, die wir wegen ihrer Abmaße nicht in die obere Etage tragen konnten. Dafür musste zunächst erst einmal sämtliches weißes Profilholz rausgerissen werden. Und da kamen, wie auch schon im Badezimmer, unendlich viel Mäusekot, zerbissene Dämmung, Rätstückchen zum Vorschein. Ja, und je schlimmer es wurde, desto froher waren wir aber, uns für den kompletten Abriss entschieden zu haben, denn ich erinnere mich noch gut daran, wie der Vorbesitzer uns bei der Schlüsselübergabe ganz stolz verkündet hatte, dass er hier am Haus gar nichts machen würde. Und da muss man fast schon sagen, hat das Haus echt Glück gehabt, dass es uns getroffen hat. Außerdem wird es uns auch die Gesundheit langfristig danken, wenn diese ganzen gesundheitsschädlichen Fäkalien nicht mehr in der Zwischendecke rumliegen. Ja, und neben allen praktischen Vorteilen werdet ihr beim nächsten Mal auch sehen, wie schön und ruhig die Decke aussieht, wenn sie einheitlich weiß ist. Guten Morgen, heute ist Tag 6 unserer großen Aktion. Hier sieht es so schlimm aus wie überhaupt noch nie. Das war mal die Küche. Alles ist super dreckig. Im Augenblick kann ich ein bisschen heulen, weil ich denke, das wird nie wieder ordentlich. Aber ich weiß, dass das nicht wahr ist. Es wird schon. Genau, wir haben jetzt hier erstmal die alte Decke rausgerissen. Da kam natürlich unendlich viel Mäusescheiße, Dreck, was weiß ich, alles raus. Jetzt lassen wir hier erstmal ein bisschen frische Luft rein und räumen ein bisschen auf und dann machen wir wieder zu. Und schon waren 7 Tage vorbei. An unserem letzten gemeinsamen Abend haben wir nochmal richtig Gas gegeben. Inzwischen hatten sich aber alle Arbeitsschritte echt gut eingespielt und durch die großen Platten kamen wir auch wesentlich schneller voran. Die einzige Schwierigkeit war das Ausnivellieren der Unterkonstruktion, denn die war vorher, wie eigentlich alles in so einem alten Gebäude, ziemlich krumm und schief. Aber waren erst einmal alle Leisten in Waage, ging der Rest eigentlich ziemlich leicht von der Hand. Und an alle diejenigen, die sich gefragt haben, wer eigentlich dieser Mann ist, den wir hier zu Besuch haben, das ist mein Papa und der hat sich extra eine Woche Urlaub genommen, um uns so weit weg von zu Hause mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, um uns zu helfen.
Guten Morgen von der Baustelle. Morgen. So, eine Woche Zeitraffer. Für euch ging es ganz schnell rum, waren es nur ein paar Minuten Video. Für uns war es eine ganze Woche. Wir haben hier zu dritt von früh bis spät durchmalocht, haben versucht, so oft wie möglich die Kamera aufzustellen, dass wir zumindest einen kleinen Zeitraffer für euch haben. Jetzt sind wir wieder unter uns, sage ich jetzt mal so. Chrissy führt euch dann mal rum und zeigt euch, was wir alles gemacht haben in der letzten Woche. Wir haben eigentlich fast alle Räume fertig, bis auf einen. Den müssen wir noch machen. Und einen kleinen Raum, aber wir haben richtig, richtig viel geschafft. Und ja, hier hinter mir in der Küche, da ist noch ein Stück Decke mit Profilholz zu. Das müssen wir jetzt machen. Ich hänge hier ein bisschen ab, damit wir nicht so viel Dreck in der Wohnung haben, weil da kommt Mäuse-Scheiße ohne Ende raus. Und die wollen wir natürlich nicht überall haben. Deswegen viel Spaß beim Zugucken. So, wir gehen mal hoch zum Schlafzimmer. Das haben wir fast komplett neu gemacht. Mal Licht anmachen. Also das hier, die alten Wände abgemacht, Rehgips dran gemacht. Fast der ganze Raum wurde neu gemacht von uns. Hier im Kinderzimmer ist noch nicht so viel passiert. Also nur diese Verkleidung hier ist rausgekommen. Das habt ihr ja gesehen. Und die Decke haben wir natürlich rausgerissen. Ja, weiterführend ist hier aber noch nicht so viel passiert. Dann gehen wir noch mal runter in das Wohnzimmer sozusagen. Hier ist komplett die Decke neu. Das Nut- und Federholz ist rausgekommen. Sieht auch richtig schön aus, wie wir finden. Auch richtig gerade geworden. Also relativ gerade, muss man sagen, für dieses Haus. Da sind wir richtig zufrieden. Vorher war das Nut- und Federholz nur so kreuz und quer dran. Und hier ein Teil von der Küche ist auch schon fertig. Das haben wir auch geschafft. Also wir haben richtig viel geschafft die Woche. Wir hatten ja auch Unterstützung, das hat man deutlich gemerkt. Und jetzt machen wir mit dem Teil weiter. Hier ist auch schon Rehgips dran. Das ist der letzte Teil von der Küche. Hier kommt das Nut- und Federholz raus. Dann müssen wir alles sauber machen. Da wird es wieder ordentlich dreckig werden. Was noch fehlt, ist der Teil hier im Eingangsbereich und der ganze Eingangsbereich. Das zeigen wir euch aber erst beim nächsten Mal. Jetzt ist erst einmal dieses letzte Stück hier in der Küche fällig. Und das war nochmal besonders herausfordernd, denn die Oberschränke, die konnten wir nicht abnehmen. Die sind nämlich von irgendeinem Expertenteam vor uns flächendeckend mit Bauschaum an die dahinterliegende Wand befestigt worden. Außerdem wollten wir die Küche gern erstmal behalten und upcyclen und hatten Sorge, dass wir die Schränke nach dem Abnehmen nie wieder würden befestigen können. Daher mussten wir drum herum arbeiten, was aber letztendlich viel besser funktioniert hat, als wir dachten. Und wenn ihr hier in der Küche schon sehen könntet, was ich gerade sehe, während ich dieses Video schneide, wärt ihr vielleicht genauso begeistert, aber dazu mehr im nächsten Video. Für jetzt sage ich euch erstmal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. So, Susanne, zeig mal, was du heute gemacht hast. Ja, das Blöde ist, man sieht jetzt nicht mehr so genau, wie krass das Ergebnis ist, weil man nicht mehr den Ursprung sieht. Also ich habe eine Decke gebaut. Komm mal her. Ich habe hier eine Gipskarton-Decke hingebaut. Und es war so, dass hier Nut- und Federholz auch war, also dieses Profilholz. Und es war so schräg nach hinten und hier war so ein hässlicher Holzkeil drin. So ein hässlicher, vergilbter Holzkeil. Und es war alles schief. Und wir haben das so gut es geht geradigt. So, dass auch alle Schränke noch aufgehen, ohne dass wir Türen absägen müssten und so weiter. Und es ist, ich bin richtig, richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist richtig toll geworden. Dafür, dass ich echt, also dafür, dass wir jetzt nur eine Woche angelernt worden sind, ist es richtig geil geworden.